Also, willkommen in Episode 3. Der Prolog nähert sich schon dem Ende zu. Ah ja, wie schnell die Zeit vergeht. Aber eine Runde spielen wir doch gemeinsam. Oho, Spiele der besonderen Art. Nein, einfach nein. Weiter im Text. Puh, danke. Können wir direkt mit dem Plot starten? Was? Du erinnerst dich nicht daran, was in der letzten Episode passiert ist? Naja, also ich habe es schon gesehen, aber dadurch, dass die anderen lange, lange Zeit keinen Kontakt mehr zum Spiel hatten, gehe ich zumindest davon aus, sage ich einfach mal, Rückblick bitte. Hab zu viele Gehirnzellen verloren, was gar nicht so daneben ist. Puh, war ja klar. Hast ein Gehirn wie ein Sieb oder was? Ich würde mich ja beschweren, aber nach dem Empfang eben kann ich es dir und deiner Intelligenz eigentlich nicht übel nehmen, dass ihr darunter gelitten habt. Ja. Entschuldige bitte, dass du deine wertvolle Zeit mit diesen Vollidioten verschwenden musstest. Vollidioten? Wir haben unser Bestes gegeben, den Spieler bei Laune zu halten, weil du nicht in der Lage bist, dir deine Schichten zu merken. Ja, ja. Wie auch immer. Also, nachdem Val von Ryu auf Sunnys Wunsch hin zu seiner Wohnung geschleppt wurde, ist sie quasi sofort wieder rausgejagt worden. Uriel hat sie in seiner charmanten Art abgeholt und auf Ryus Wunsch hin zu Riley und Alec, Zwillingsdrachen, die sich im Bereich der Medizin auskennen, gebracht. Nachdem Riley seine schlechte Laune an Val ausgelassen hatte, ist es Alec dennoch gelungen, seinen Bruder zu beruhigen. Die Wundversorgung gestaltete sich schwieriger als gedacht, da Val das Zeitliche segnete? Sich Hals über Kopf verliebte? Keinen Bock mehr auf den Mist hatte und einfach abgehauen ist? Endlich still war und Blue aussprechen ließ? Ihr treibt mich noch in den Wahnsinn! Die Wundversorgung gestaltete sich schwieriger als gedacht, da Val kurzerhand in Ohnmacht fiel. Die Wunde riss auf, fing an zu bluten und niemand wusste, was da vor sich ging. Mysteriöse Mysterien. Wenn du solche Andeutungen machst, kannst du ihnen auch gleich erklären, dass... Psst! Nicht spoilern! Himmel, Arsch und Zwirn bei allen guten Göttern! Seid doch endlich still! Ihr hattet eben genug Screenzeit. Ja, genau. Einatmen, ausatmen, dann weiter im Text. Ruhig, Blut, Blue. Am nächsten Morgen wachte Val gesund und munter in einem Krankenzimmer auf. Nach einem leckeren Frühstück ging es ohne Umschweife zur nächsten Untersuchung, die schließlich von Hana unterbrochen wurde. Ein peinliches Missgeschick in der Wanne und ernste Gespräche mit der Familie und den Freunden später hatte Val die Möglichkeit, Hana etwas näher kennenzulernen. Hana konnte ein paar Missverständnisse aus der Welt schaffen und Vals Sorgen bezüglich ihrer psychischen Gesundheit ins Reine bringen. Sehr zu Rileys Leidwesen stürmte dann auch noch Akitos Schwester Lia die Klinik. Große Unterhaltung und weitere Erkenntnisse konnte Val leider nicht gewinnen, da Riley die Versammlung sprengte und alle nach Hause schickte. Er und Alec brachten Val zurück in ihr Gästezimmer bei Uriel. Geschafft vom Tag versank Val schließlich ins Reich der Träume. Im Großen und Ganzen wär's das so. Also dann? Viel Spaß mit Episode 3. Seufzend lehnte sich Val in ihrem Stuhl zurück, sodass dieser etwas nach hinten rollte, während sie sich streckte. Puh, bin ich froh, endlich fertig zu sein. Die Krankschreibung hatte ich bitter nötig, obwohl... Val dachte an die vergangenen Wochen zurück. Zunächst hatte sie sich nicht damit abfinden können, nicht zur Universität gehen zu können, doch letztendlich erwies sich die Krankmeldung als die einzig richtige Lösung. Das Studium online fortzusetzen ist zwar eine große Umstellung gewesen, aber inzwischen komme ich gut damit zurecht. Ich sollte mich unbedingt nochmal bei Riley bedanken. Nichtsdestotrotz bin ich froh, die letzten Vorlesungen endlich hinter mir zu haben. Ihr Blick fiel auf ihr Bein, welches erstaunlich gut verheilt war. Lediglich ein dünner Verband bedeckte ihren Unterschenkel.
Die Behandlung hatte gut angeschlagen. Und obwohl Riley Hana wiederholt als Kräuterhexe und ihre Arzneimittel als Wundermittel bezeichnete, hatte er Vals Behandlung an Hana abgetreten. Insgesamt schätzt er Hana und ihre Kräuter mehr, als er zugeben möchte. Schon seltsam. Vor nicht einmal 4 Wochen hatte ich noch ein ganz normales Studentenleben. Und jetzt? Hector war noch immer in Verhandlungen bezüglich ihres Jobs verstrickt und strebte weiterhin eine außergerichtliche Einigung an, was sich unter den gegebenen Umständen als schwierig erwies. Die Sorge um ihren Studienplatz war Ver gänzlich verloren, da sie bis zur Klärung der Situation wie gewohnt ihr Studium fortsetzen konnte. Zurück an die Arbeit, Valentine! Die Pause war lang genug. Hana kann jeden Moment hier sein. Ich sollte keine Zeit verlieren. Val begann, ihre Notizen zu sortieren, heftete sie entsprechend ab und stellte Ordner und Mappen zurück an ihren Platz. Sie versendete noch eine E-Mail an einen Prof und schloss gerade ihren Laptop, als es an der Tür klopfte. Ja, herein? Na? Ja! Ihr habt nicht wirklich My Lady da reingenommen. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ich muss ihn sehen und ich habe gleich solche Lysander-Vibes und es ist so ganz gruselig. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Der liebt dich nie, nie, nie. Niemals nie in den Uri hinter der Theke. Extra für dich. Gott, jetzt sehe ich aus wie... Mi scusi. Ich hätte ihn alt und hässlich lassen sollen. Nein! Nein! Es ist Uri. Egal wie voll die Valky ist, sie schafft es trotzdem nicht zum Uri hinter der Bar. Aber Uri... I love Uri. Guten Tag. Wie geht es dir heute, my lady? Uriel ist ein echter Gentleman. Er weiß sich zu benehmen, ist wortgewandt und kleidet sich gut. Da könnte man sich glatt... Well, was zur Hölle? Schluss mit diesen Gedanken. Nein. Mir geht's wunderbar. Und dir? Ich hatte den Eindruck, dass es die letzten Abende etwas ruhiger in der Bar zuging. Ist alles in Ordnung? Deine Sinne täuschen dich nicht. Die Anzahl der Besucher ist etwas zurückgegangen. Aber für diese Jahreszeit bewegen sich die Einnahmen im üblichen Rahmen. Viele beenden ihre Sommerurlaube. Es gibt nur wenige Festivals. Verabschieden wir uns von langen, lauten Nächten innerhalb der Woche. Aha. Natürlich wird's dann ruhiger. Und Hana, wie geht's dir? Gibt's was Neues aus dem Blumenladen? Können wir bitte weiter mit Uriel reden? Der Laden läuft super. Die Pflanzen wachsen und gedeihen. Die Kunden rennen mir fast die Bude ein. Wie schaut dein Bein aus? Ich glaube, dass sich seit gestern Abend nichts verändert hat, Hana. Na dann zeig mal her. Das Hosenbein hochgekrempelt, legte Val ihren rechten Knöchel auf dem linken Oberschenkel ab und befreite ihr Bein von dem dünnen Verband, bevor sie den Fuß in Hanas Richtung streckte. Konzentriert betrachtete Hana die ehemalige Wunde, tastete vorsichtig die Kratzer, Narben, Furchen und leichten Erhebungen ab. Uriel betrachtete Vals Bein mit etwas Abstand, aber nicht minder aufmerksam. Und? Was meint ihr? Dein Bein schaut sehr gut aus. Ja, Alec meinte, dass ein paar Narben sichtbar bleiben werden. Gut möglich. Ich habe noch eine andere Salbe mitgebracht. Da habe ich mal etwas experimentiert. Ich kann dir also nichts versprechen, Val. Kein Problem, Hana. Ich bin dir sehr dankbar. Wir müssen mit keinen weiteren Komplikationen rechnen. Eher nicht. Es ist nur... Stimmt etwas nicht? Nicht direkt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Schau mal, Uriel. Das Muster bereitet mir Sorgen. Ich hielt es bisher für die üblichen Narbenbildung. Was denkst du?
Hannah legte die Stirn in Falten und drehte sanft Werts Bein, sodass Uriel ihren Unterschenkel und das Muster betrachten konnte. Neugierig warf Val einen Blick auf besagte Stelle, konnte allerdings nichts erkennen. »Ich muss dir zustimmen. Es sieht zu ebenmäßig aus.« »Das ist es ja. Ich habe bisher keine Erklärung dafür.« »Ich dachte, es wäre ein Muttermal.« »Das hätte man anfangs meinen können, aber jetzt sie selbst.« Hannah drehte das Bein noch etwas weiter, bis Val neben dem deutlich sichtbaren Fleck feine Linien zu erkennen glaubte. »Man muss aber sehr genau hinsehen, um das unter den ganzen Narben erkennen zu können.« »Wohl wahr. Dennoch, ich entsinne mich, dass dies vor ein paar Tagen nicht zu erkennen war.« »Es anzustarren wird uns nicht weiterbringen. Ich werde mit Riley sprechen.« »Die neue Salbe musst du kräftig in die Haut einmassieren, Val. Neben der Wundheilung wird auch die Narbenbildung unterstützt und das Gewebe weich gehalten. Mach dir keine Sorgen über das Muster. Wir behalten es im Auge und wissen sicher bald mehr darüber.« Als Hannah den neuen Verband befestigte, wurde Werts Zimmertür ruckartig aufgerissen. »Hallo, Mama! Onkel Uri? Du bist ja auch da und Tante Hannah auch. Was macht ihr denn alle bei Mama?« »Du bist sehr neugierig, kleiner Sonnenschein. Zu neugierig.« »Warum?« »Du stellst sehr viele Fragen, Prinzessin.« »Warum?« »Es genügt. Wie ist der Stand der Dinge?« Rio wirkt immer so sachlich und abgeklärt. Es wirkt so abwegig, dass Sunny seine Tochter ist. »Ihr Bein sieht gut aus. Es scheint keine weiteren Komplikationen zu geben. Ich bezweifle aber, dass du deshalb hier bist.« Hannah erwiderte Rios genervten Blick mit einem unschuldigen Lächeln, was Uriel zum Schmunzeln brachte. »Da muss ich Hannah zustimmen. Was hat euch hergeführt?« »Ich habe etwas Dringendes mit dir zu besprechen, Uriel.« Und ich wollte zu Mama. Ich habe Mama so doll vermisst.« Sunny öffnete ihre Arme weit nach außen, um anzudeuten, wie sehr sie Val vermisst hatte, bevor sie sich dieser an den Hals schmiss. Ach, dieses Kind. Es ist seltsam, dass sie mich Mama nennt. Seitdem die Wirkung dieser Tabletten nachgelassen hat, ist mir das wirklich unangenehm. Woher kommt nur dieser Drang, mich so zu nennen, und diese Zuneigung? Werde ich mich jemals daran gewöhnen? »Es ist so toll, bei dir zu sein, Mama. Ich musste Papa ganz doll überreden. Das war so schwer.« »Nicht nur für dich. Uriel, hättest du etwas Zeit? Es könnte unter Umständen etwas dauern.« Aber was ist mit dem Drachenprinzen?« »Später.« »Aber Papa, du wolltest mir doch vorlesen. Du hast es versprochen.« »Sunny, bitte, nicht jetzt.« »Aber der Drachenprinz.« »Sobald Uriel und ich fertig sind, les...« »Zu lang. Ich will jetzt. Erst lesen. Du hast es versprochen.« »Sunny, ich habe jetzt wirklich keine Zeit dafür.« »Aber Papa!« »Sunny, es reicht.« Sunnys Wimmern und Betteln verstummte sofort, als Rio ihr einen strengen Blick zuwarf. Dieser wurde jedoch, sobald Ruhe eingekehrt war, wieder sanfter. »Ich habe es dir versprochen und ich halte meine Versprechen. Onkel Uri und ich müssen jetzt arbeiten und danach lese ich dir deine Geschichte vor.« Stumme Tränen liefen über Sunnys gerötete Wangen. Sie presste die Lippen fest aufeinander, bevor sich ihr Gesicht schließlich erhellte und sie sich ruckartig zu Val umdrehte. »Mutti! Du liest
lasst mir den Drachenprinzen vor. Papa ist doof. Der kann nicht so gut lesen wie du. Natürlich. Sunny, ich kenne die Geschichte gar nicht. B. Ich muss sie beruhigen. Einfach erstmal von dem Thema ablenken. Und das Buch ist gar nicht hier. Das ist egal. Kazu hat das Buch. Kazu hat ganz viele Bücher. Bücher für Kinder und für Erwachsene auch. Bücher, mit denen man ganz viel Neues lernen kann. Und Bücher mit vielen Bildern und Bücher mit so viel zu lesen. Das dauert ganz lange. Vielleicht können wir das ein andermal machen? Nein, du wirst nicht alleine mit Ver durch die Portale reisen. Sunny, es reicht. Aber ich weiß wie... Sunny! Ich kenne den Weg zu Kazu. Papa, bitte. Oh, bitte, bitte, bitte! Nein! Komm schon, Ryo. Lass Sunny ein bisschen Zeit mit Ver verbringen. Das wird beiden gut tun. Was soll da schiefgehen? Ich will mit diesem Kind keine Zeit verbringen. Ich will lieber den heißen Thekenmenschen links auf der Seite. Was will ich mit einem Kind, das mich beißt und kratzt und... Nein. Nein, die spielt uns noch kaputt. Nein. Dieses Kind weiß einfach nicht mit ihrer Kraft umzugehen. Daher, nein. Hana stieß Ryu freundschaftlich den Ellenbogen in die Seite, woraufhin dieser seinen kalten Blick auf Hana richtete. Ein helles Lachen verließ Hanas Mund. Sie ließ sich nicht beirren und zuckte herausfordernd mit den Augenbrauen. Ver ist eine verantwortungsvolle junge Frau und Sunny kennt sich bestens mit den Portalen aus. Mein Freund, es soll dir keine Sorgen bereiten, Sunny einen Augenblick in Verts Obhut zu geben. Unser Großer wird auch ein Auge auf Sunny haben. Und im Zweifelsfall seid ihr ganz schnell bei den beiden. Unser Großer? Ryo blickte stumm zu Uriel. Wir können so unser Gespräch in aller Ruhe beenden und alles Geschäftliche klären. Na gut, ich stimme dem zu, dennoch. Hurra! Oh, danke, Papa, du bist der Beste! Zur Bibliothek und zurück. Keine weiteren Ausflüge, Sunny. Versprochen. Überschwänglich umarmte Sunny ihren Vater, wodurch Ryos Miene weicher wurde. Die Arme um Ryo geschlungen, drückte Sunny ihr Gesicht kurz in seinen Bauch, bevor sie sich löste und blitzschnell zu Ver umwandte. Und ihr seid wieder in der Bar, bevor es dunkel wird. Alles klar und danke, Ryo. Komm, komm! Oh, immer mit der Ruhe. Ich lasse euch dann alleine und begleite die beiden bis zum Korridor. Wenige Sekunden später befanden sich die zwei Frauen mit Sunny bereits auf dem Korridor. Das ist so toll, dass Papa ja gesagt hat. Ich bin froh, mehr Zeit mit dir verbringen zu können. Und dann liest Ver mir den Drachenprinzen vor. Der Drachenprinz ist ganz toll. Wenn ich groß bin, dann werde ich eine Prinzessin. Eine Drachenprinzessin. Und ich bin dann so schön wie der Drachenprinz. Und dann heirate ich einen Drachenprinzen. Stimmt wirklich. Sunny versank in ihren Selbstgesprächen und zog Ver achtlos hinter sich her. Hana und Ver tauschten ein paar belustigte Blicke aus, ließen das kleine Mädchen dennoch in ihrer Fantasiewelt verschwinden. Schließlich blieb Hana an einer der Türen stehen und schenkte Ver ein letztes aufmunterndes Lächeln, bevor Sunny sie weiterzog.
Schnell, komm! Ich werde mich niemals daran gewöhnen, wie stark die Kleine ist. Sunny, etwas langsamer bitte. Mein Bein, ich kann nicht so schnell... Wir sind da! Wir sind da! Begeistert stieß Sunny eine vor ihr liegende Tür auf und schlüpfte durch dieselbige. Val stolperte dem Mädchen hinterher, sodass sie kurz das Gleichgewicht verlor und die Augen zusammenkniff. Als sie sich wieder fing, öffnete sie die Augen und fand sich in einer riesigen Bibliothek wieder. Die Bücherregale ragten bis an die hohe Decke. Sie waren bis zum Zerbersten gefüllt. Wow! So viele Bücher habe ich noch nie gesehen. Komm schon! Puh, die sehen sehr gepflegt aus. Und die Sortierung. Die Regale sind zwar voll, aber mit viel Liebe zum Detail geordnet. Die Bibliothek mit ihren vielen großen, kleinen, dicken und dünnen Büchern, den deckenhohen Regalen und dem für eine Bibliothek typischen Geruch beeindruckte Val ungemein. So war sie noch immer damit beschäftigt, die Umgebung zu bewundern. Währenddessen lief Sunny bereits weiter und zog Val hinter sich her. Val, ich hab's gefunden! Sie wusste genau, wo sie suchen musste. Da ist es! Das rote da mit der goldenen Schrift. Ganz schön weit oben. Vielleicht komme ich ran, wenn ich mich ganz strecke. Verdammt, ich bin zu klein. Ah, hier muss doch irgendwo ein Tritt sein. Sunny, gibt es hier eine Leiter? Sunny? Oh nein. Wo ist sie? Ryu wird mich umbringen. Ich hätte sie nicht aus den Augen lassen dürfen. Aufmerksam sah Val sich um, konnte aber keine Spur mehr von Sunny ausmachen. Zwischen all den Regalen ließen sich zwei breite Gänge ausmachen. Sie muss einen der Gänge genommen haben. Wieso sollte sie weiter zwischen den Regalen herumlaufen? Immerhin hat sie das Buch bereits gefunden. In welche Richtung bist du nur gelaufen, Sunny? Sunny ist bestimmt zum Empfangstresen gegangen. Sunny ist bestimmt zu der Sitzecke gegangen. B. Sie ist bestimmt zur Sitzecke gegangen. Vielleicht gibt es dort einen Hocker. Wieso sollte sie auch zum Tresen gehen? Die Sitzecke sieht sehr einladend und gemütlich aus. Sie wartet dort sicher auf mich. Val steuerte die Sitzgelegenheiten in der Ecke des Raumes an. Wenige Besucher saßen stumm auf ihren Plätzen, waren in Bücher vertieft und ein paar machten sich Notizen. Sie ist nicht hier. Sunny, wo bist du bloß? Ich gehe besser zurück. Vielleicht ist sie ja wieder da und wir haben uns einfach verpasst. Hoffnungsvoll drehte Val sich um und entdeckte einen jungen Mann, der mit dem Rücken zu ihr stand. Von der Kleidung her, er könnte hier arbeiten. Ach, was soll's. Entschuldigen Sie, ich... Als Val ihn ansprach, zuckte der Mann heftig zusammen. Er drehte sich zwar zu ihr um, doch sein Blick war auf den Boden gerichtet, als er mit leiser Stimme zu sprechen begann. Ach, wie süß! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an... Mama! Oh, Sunny, da bist du ja. Lauf nie wieder einfach so weg. Aber ich habe Kasu geholt. Er ist so groß, dass er an alle Bücher rankommt. Das ist toll, oder Mama? Und hier haben wir Kasu, einen Love Interest. Really? Really? Nee. Das schüchterne Mäuschen? Das schüchterne Mäuschen ist ein Love Interest? Das sind sehr viele Love Interests. Ich habe nur Angst, dass ihr euch nicht zu viel vornehmt. You know? Weil ihr macht ja auch unterschiedliche Routen und so. Passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Oh. Aber er ist groß. Ich mag große Männer. Ja, weiter im Text. Das ist also Kasu.
Er hilft mir immer, wenn Papa und Uri keine Zeit haben. Eigentlich schaffe ich auch alles ganz alleine. Aber Papa sagt, ich darf nicht vor Menschen fliegen. Da hat dein Papa recht. Sprich bitte etwas leiser, Sunny. Hier ist dein Buch. Kasu wich weiterwärts Blick aus, während er Sunny das Buch hinhielt. Er sprach so leise, dass Valerie ihn kaum verstehen konnte. Komischer Kauz. Nein, ich will, dass du auch vorliest. Ich muss arbeiten und er hat rote Haare. Ich mag rote Haare. Er stockte, hob leicht den Blick und sah zu Val. Er schaut mir nicht wirklich in die Augen. Seltsam. Er ist schüchtern. Gott. Und Valentine, sie liest dir vor. Nein, ich will, dass du mit Mama zusammen liest. Du machst die Stimmen so toll. Ich mag das, wenn du vorliest. Sunny, du weißt doch, in einer Bibliothek muss man leise sein. Kasu! Ich muss arbeiten. Ich habe keine Zeit. Immer nur arbeiten. Papa arbeitet, Onkel Uri arbeitet, alle müssen arbeiten. Keiner hat Zeit, keiner hat mich lieb. Emotionale Erpressung on Fleek. Ich fall nicht drauf rein. Kasu, fall nicht drauf rein. Nein, nein, nein. Ich will, dass Kasu mir vorliest. Kasu und Mama soll mir den Drachenprinzen vorlesen.